Welche Unterlage? Die kommen ja dann hier drin. Da oben hoch? 2, 3. Richtig. Aha. Wie willst du die sonst machen? Du kannst ja dann bloß 3 so eine kleine Rosen drauf tun. Klar. Guckt euch an, die sind gut, teilt euch rein. Na los, so. Also du machst jetzt die Unterlage. Richtig. Fein. Ja, das ist jetzt noch nicht gerade, jetzt kommt ja noch irgendwas. Ach so. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier noch für Dings brauche. Für die letzte. Mhm. Verrückt. Muss jetzt nicht so einen kleinen Pibus noch basteln? Ach, die macht es jetzt gerade. Da ist noch Schrott drin. Halt wieder umwerfend. Ich weiß schon. Einbeinfrei, ey. Das hab ich dir dann alles verbrochen. Warte. Soll er alte dokumentieren? Boah. Thank you.
ist schon toll, ne? Naja. Hat ich schon schönere gemacht. Schon fast so gut wie die Lehrverfügung mit Herbert, mit dem Abzug. Das sieht gut aus. Noch ein paar große. Wofür? Für die. Das eine hässliche, was ich da noch habe. Mhm. Ich muss das mal unschön anfangen. So, was du jetzt plattwalzt, ist dann wieder der Untergrund. Ja, Untergrund für die Dings. Und kommt da jetzt noch mehr oder ist das einfach die restliche Butter jetzt hier so über dir? Das Einzige, was noch drauf kommt, sind hier die restlichen Stücken. Da ist durch da nichts mehr drauf. Wie gesagt, zu verzieren. Das dann halt den sich überlassen. Mhm. Hau dann nochmal eine Mikrowelle, ist dann wie Fließestrich. Ich würde es schon so lassen. Okay. Schau mal. Das ist ein hässlicher. Jetzt machst du noch welche ran. Die ist ja die hässliche. Ach so. Kommt in die Mitte oder wie? Ich krieg jetzt mal das Paprika ab. Okay. Die wird nicht hübscher. Hast du denn so kleines Viereckchen oder so? Und die Butterblätter, die halten da einfach so, ja? Drückst du ein bisschen an und das war's. Ach, die werden mit der Hand warm. Ach so. Na, und dadurch. Aha. Sehr schön. Ja. Das machst du mit Blatt jetzt hier, die Blütenmasse, ja? Richtig.